Moin Community, hallo YouTuber. Schön, dass ihr wieder dabei seid, heute im Brettspielzimmer. Heute gibt es das Unboxing zu Codenames Pictures. Erst schauen wir uns das Spiel an und anschließend gibt es einen kurzen Vergleich zur Classic-Edition. Ganz liebe Grüße, ich bin Robert. Packen wir das gute Stück einfach mal aus. Zwei bis acht Spieler bzw. mehr, ab 10 Jahre und 15 Minuten. Beim Alter würde ich mindestens auf 12 gehen. Die roten, blau, blau. Okay. Hier sind etwas weniger drauf, würde ich gleich sagen. Bei der Standard-Edition ist es 5x5, hier nur 4x5. Rest ist eher gleich. Was mir auch auffällt, es sind etwas weniger neutrale da. Jo. So. Damit man weiß, was oben ist. Auch hier. Bei dem anderen waren Wörter drauf und hier sind Bilder drauf. Alles in Schwarz-Weiß. Ein Stapel und noch ein zweiter Stapel. Auch hier. Wieder ganz viele unterschiedliche Symbole auf Vorder- und Rückseite. Anleitung. Spielablauf, Spielende, Pokerface bewahren, Beispiele, erlaubte Hinweise. Codenames für Fortgeschrittene, Spiel zu zweit, Spiel zu dritt und ein bisschen Werbung für die anderen. Und scheinbar gibt es noch eine Mix-Variante. Das stelle ich mir ziemlich schwer vor. Das war das Unboxing von Codenames Pictures. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Grundedition an und vergleichen etwas. So, jetzt sind wir beim Vergleich von beiden Editionen. Bei der Pictures-Variante sind die Karten so, so und so sehen sie aus. Und bei der klassischen Variante haben wir das hier, das größere Feld. Und so, hier gab es auch noch eine Sanduhr. Also bei Pictures ist alles etwas größer geworden, nur das Spielfeld ist kleiner und der Klassiker ist so, wie er immer ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Selbstverständlich gibt es dazu noch Let's Plays Videos, die werde ich in nächster Zeit online stellen. Und ein Regelerklärungsvideo kommt auch bald. Schön, dass ihr wieder dabei seid.